Es ist schon ein ungewohntes Bild, das sich einem gerade in der Kirche St. Georg in Passau-Hals zeigt. Ein Labyrinth von mittelalterlichen Mauerresten. Genau dort, wo eigentlich nichts sein sollte, unter dem Fußboden. Entdeckt hat man all das mitten während der Hochwassersanierung beim Abtragen des Bodens. Ich bin reingekommen und habe natürlich erst einmal geschaut, ja, was könnte denn das sein? Habe geschaut, ist da eine Vorgängerkirche, die vielleicht überbaut worden ist, was ja auch oftmals vorgekommen ist. Aber nein, es ist eine sehr kleingliedrige Struktur, kleine Grundrisse. Also es sind profane Häuser, auf die hier aufgesetzt worden ist. So schön sie aber auch sind, diese mittelalterlichen Stadtreste. Sie bringen die Planungen ganz schön durcheinander. Denn eigentlich wollte man St. Georg nach den Hochwasserschäden einfach nur komplett sanieren. Wie also geht man jetzt mit dem Fund um? Wenn ich aus meiner Sicht schon eine Stellungnahme abgeben sollte, dann würden wir für eine Lösung plädieren, die hier ein Maximum an Bestandserhaltung auch des Ergrabenen garantiert, weil es einfach als Zeugnis für die Stadtgeschichte Passaus bzw. des Stadtteils Hals ein sehr wichtiger Befund ist. Maximaler Erhalt. Darüber sind sich die Beteiligten einig. Wie aber soll das gehen, wodurch die Kirche nach Sanierungsende wieder ganz normal genutzt werden soll? Dem leitenden Archäologen Dr. Alexander Niederfallner macht diese Herausforderung keine Kopfschmerzen. Ganz im Gegenteil. Wir könnten einen Zustand von 1400, je nachdem welchen wir uns aussuchen würden, von 1400 bis 1810 hier wiederherstellen. Und das in einer 3 Meter Höhe Originalsubstanz in situ erhalten. Und das ist ein Glücksfall für die Archäologie. Das haben wir bisher noch nicht gehabt, auch ich nicht in meiner 30-jährigen Laufbahn. Und darum wollen wir das auch möglichst genau und detailgetreu hier aufmessen und wiederherstellen. Können es jetzt virtuell machen. Noch schöner wäre es, wenn man sowas zugänglich macht. Das Interesse ist da. Die Holzer Bürger kommen hier schon immer zu Besuch rein und fragen nach. Und jeder ist eigentlich überrascht. Und es könnte auch ein Besuchermagnet werden, hier sowas. Natürlich auch vorstellbar, das öffentlich zugänglich machen und vielleicht, wie es es auch gibt, in Teilbereichen mit einer Glasplatte überdecken, sodass man die Sicht auf die Dinge bewahren kann. Diese Glasplattenlösung ist eine Möglichkeit von vielen, die jetzt diskutiert werden. Einen nächsten Vor-Ort-Termin wird es in den kommenden Wochen geben. Vielleicht weiß man da schon mehr.